vorbeigeschummelt. Ja, dann bin ich mal gespannt, was die uns zu erzählen haben. Ich auch. Verkette erstmal wieder, leine erstmal deinen Charakter wieder an. Warum habe ich eigentlich Energie verloren? Ich habe Energie nicht? Verloren. Das ist halt nicht. Das ist eine Leiche. Da ist ein abgebrochenes Horn. Oh, und ein Brief von Garrett. Was nicht Garrett? Garrick. Soll die Sachen auch mitnehmen. An orkish horn. Jarl was right. The orcs were involved in Garrick's disappearance. His murder. Which means the bloodstones were likely stolen at Matilda's behest. Oh. Wir haben voll die Beweise, weil ich guck mal in den Brief an. Brief von Garrick. Ihr findet einen nicht abgeschickten Brief. Er ist an eine Person namens Jurana adressiert und mit Garrick unterschrieben. Im Brief steht, dass ein Treffen während des Vollmonds am Flussufer stattfinden soll. Ihr kennt den Namen des Ortes nicht. Anscheinend wurde der Brief von einem frisch verliebten, von einer frisch verliebten Person geschrieben. Ja dann. Den haben wir hier. Ach, hier ist. Nee, das ist Jan, hat auch Energie verloren. Warum seid ihr alle so kaputt hier? Jan, geht da weg, ich kann die Tante nicht anklicken. Von mir ist Jan völlig normal. Ja, du und ich und Jan haben bei mir einen Damage. Naja, egal. Morindor. Ihr da, wo verstecken sich die roten Imps? Spielt nicht den Dummen. Wir wissen, dass die Feiglinge in dieses Reich eingesprungen sind. Gesprungen sind. Ruhig, Schwester, ganz ruhig. Wir wollen doch nicht einen potenziellen Verbündeten verschrecken. Warum sucht ihr die Imps? Wir von der Wache haben nur wenig mit diesem verdammten Getier gemein, aber wir dienen einem gemeinsamen Meister, den Dämonen des Nemesis-Reiches. Wir wurden damit beauftragt, die wilden Banditen zu ihrer Heimatebene zurückzubringen. Wilde Banditen? Dämonen des Nemesis-Reiches? Ja, das alles nicht so gut, ne? Warum nennt ihr euch, warum nennt ihr die Imps so? Ich weiß nicht, was sie in Unschuld verschleiert. Ich muss meine Augen gerade nochmal sortieren. Ich weiß nicht, was sie in Unschuld verschleiert hier angestellt haben, aber in unserem Heimatreich sind sie für eine düstere Vergangenheit verantwortlich. Vor Äonen noch waren die Imps eine freie Rasse, klug ja, aber durch ihren Wissensdurst verblendet. Leichtere Beute hätten unsere Dämonenmeister kaum finden können. Und so wurden den Imps ein Geschäft angeboten. Wissen gegen Dienste. Die Dämonen würden den Imps das unbegrenzte Wissen des Universums bieten und im Gegenzug hätten die Imps ihre Schulden im Schweiße ihres Angesichts abgearbeitet. Den Imps lief beim bloßen Gedanken an absolutes Wissen das Wasser im Mund zusammen. Sie stimmten ohne einen Gedanken an die Folge zu unterzeichneten. Jede mit seinem Namen, den großen Kodex, der sie von nun an verpflichtet hat. Sie Wissen wurde ihnen gewährt, sicher, aber zu welchem Preis? Sie konnten ihre neu erlangten Fähigkeiten nur in den Dienst der Dämonen von Nemesis stellen. Okay, die Imps haben sich mit Dämonen eingelassen. Man mag sie als Fehlgeleite bezeichnen, aber kaum als wild. Nein, dann wartet ab, bis ihr das Einzige seid, was zwischen einem Imp und seiner Freiheit steht. Dann werdet ihr erkennen, wie schnell sich impischer Charme in eine Barbarei verwandeln kann. Wir von der Wache wurden mit der Aufsicht über die impischen Sklaven des Dämonen beauftragt. Wir waren freundlicher als die Dämonen, mussten aber dieselben Knechtschaften erleiden, wie diejenigen, über die wir gebieten durften. Was immer die ausgesandten Dämonen uns befahlen, wir hatten keine andere Wahl, als es durchzusetzen. Nachdem einige Jahrhunderte vergangen waren, schmiedeten die Imps einen Plan. Sie wollten den Kodex stehlen, durch den sie ihre Leben überschrieben hatten, und von Nemesis fliehen, für immer. Aber um den Kodex zu erhalten, mussten sie uns passieren. Die Imps waren gnadenlos, zahllose Unschuldige unter den Wachen wurden geschlagen, ausgeblutet, jeder Körperteil wurde ihnen von den roten Schwarmen von Wilden ausgerissen, der uns überrannte. Den Kodex haben sie gestohlen und die zerstückelten Innereien derer zurückgelassen, die sich ihnen entgegenstellten.
Man kann den Imps doch nun wirklich nicht übel nehmen, aus der Sklaverei entfliehen zu wollen. Und wir von der Wache, die den Kodex nicht schützen konnten, erhielten keine Gnade von unseren Lehensherren. Die Hälfte von uns wurde in die dunkelsten Felizzellen von Nemesis geschickt, um ewige Qualen zu erleiden. Auf der anderen Seite, nun, uns wurde eine Aufgabe zuteil. Findet die Imps und allen wird vergeben werden. All jene, eingesperrt in den Verließen, würden freikommen. Versagt und wir werden dazu verdammt sein, ihnen Gesellschaft zu leisten. Until we meet again. Die Imps, die Kleinen. Grab der Tritters, ich bin neugierig. Oh, ja, und wir dazu. Ja. Du warst noch neugieriger. Was hast du denn? Nichts. Sag jetzt mir, ich bin neugierig. Ja, ich lag was drin oder nicht? Nein, es war einfach nur, der Deckel geht auf und dann kamen 4000 Erfahrungspunkte rum. No. Aber da liegt doch was. Oder ist das nur ein Dekorationsitem da drin? Ach, ich konnte nicht anklicken. Alten. Naja. Das ist aber ja, ein bisschen wenig hier gewesen, ne? Also, erinnert ihr euch, wo diese Blutflecken sind? Ja. Das ist genau das gleiche Gespräch. Aber ich hatte lange nicht so viele Optionen wie du jetzt. Das sind alle die nacheinander, die du eben das gearbeitet hast. Ah, stimmt, hast recht. Bye! Irgendwie enttäuschend hier, ne? Ja, ich hätte auch mit mehr gerechnet. Vor allem müssen wir jetzt diesen ganzen Weg wieder zurück. Speicher mal. Vielleicht ist ja jetzt der Weg frei, ich habe keine Ahnung. Aber ich muss sowieso erstmal Wolle wieder zum Typen schicken, ne? Oh, mir wird wieder warm. Du ziehst gerade beide Charaktere gleichzeitig, ne? Nur so als Info, dass du auf einmal nicht da. Aber ich glaube, man wird immer noch. Nein, man wird immer noch unterkühlt. Blöd. Ich bin enttäuscht. Eigentlich schon, ne? Was Episches, ja, irgendwas kann man die garantiert noch machen, weil man kommt ja auch gar nicht zu der Truhe da oben rauf. Hallo, mein Freund. Dreht sich ja gar nicht um. Tülü, tülü. Ich hätte jetzt hier mehr erwartet. Das hat uns alles irgendwie nichts gebracht. Gut, wir haben das Horn gefunden. Ne? So ist halt schon mal ganz gut. Vielleicht liegt es ja auch noch daran, dass wir irgendwas nicht. Ja, irgendwas. Wir haben auch das Spiel jetzt gerade geschummelt. Ne? Also. Ja, glaube ich auch. Wir haben ganz schön echt Deutsch aufgenommen. Das war jetzt gerade nicht so geplant vom Spiel, dass wir hier durchkommen. Ich scheiß jetzt auch mal aus schlecht. Aber wir sind halt auch einfach. Also ich ziehe. So. Ich versuche mir auch mal ganz leidlos. Ich breche gleich den Dialog, aber mal gucken, was du machst. Ich bin am Ausgang. Ja, ich was einfach ist mit deinem Jahan? Der folgt mir. Der Tod ist, folgt er dir nicht. Der folgt mir. Bis ja, in den Tod. Das vielleicht. Jahan kann mit dem ja auch wohl reden, ne? Ja. Aber nicht, bevor Jahan in den Kampf kommt. Also, ich kann ja nur mit ihm reden, weil ich aus der Tarnung mit ihm spreche. Ich würde davon ausgehen, wenn ich ungetarnt auf ihn zugehe, dann geht der Kampf los. Aber also, wir können ja immer wieder über das Wegding hier zurückkommen, wenn wir weiter, wenn wir was wissen, wie wir das vielleicht beheben. Ah, das vielleicht kann auch einer was in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert. Community-Hilfe. So. Hey, das klappt bei Thief sehr gut. Mir wurden da schon sehr viele Tipps gegeben. The Great is set over a long, narrow vent. You may fit through its bars. Ja, dann fällt uns zu, können wir überhaupt.
So, jetzt kommen wir mal zu dem Typen, der das Horn verloren hat. Zu dem Ork. Noch den Ork. Wir können, vor allen Dingen können wir zu dem Typen, der wegen dem Blutstein angegriffen hat. Oh ja. Nur ist der Blutstein jetzt inaktiv. Ja. Shit happens. Schwund ist immer. Hier vorne ist auch noch ein Weg, da waren wir auch noch gerade. Stimmt. Machen aber erstmal Stadt wieder, oder? Ja. Wer hatte denn nochmal sein Horn verloren? Wer war denn da nochmal? Vielleicht erkennen seine Ork ohne Horn. So, die haben ja. Der war doch ganz am Anfang schon, oder? Also wieder. Da oben einer. Hm, ist gar nichts. Okay, hier ist auf jeden Fall der Typ, der den Blutstein sucht, ne? Hier ist er an dem Feuer. Feuer am Dorfeingang. Ah. Alter, ich hab dein Horn. I'm from Horny Horny. I'm from Horny Horny. Hey, Bro. Was war das, Bruder? Hast du das auch gehört? Klang wie eine dreckige kleine Knarratte. Ah nein, es ist nur einer von diesen Menschen, Kyrallstorm. Diese Plage wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass ihr Garrick ermordet habt. Sollten wir ihn da das Wort drauf ansprechen grade. Oder sollten wir das über sollen wir ihn Tilda sagen? Ja komm, lass das mal Gutilda sagen, oder? Gutilda! Wir haben auch schon lange keinen mehr hängen lassen. Zum Hängen. Boah, ist ja weg. Weiß was. Voll die Petzen, ey. Ja und? Der war gegenseitig umbringen. Oh, Orks. Wahrscheinlich hinter das letzte Gutilda. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, sie hat ja auch, sie ist anscheinend hinter diesem Blutsteingedöns gewesen, ne? Aber vielleicht können wir sogar entscheiden, ob wir jetzt Gutilda stürzen wollen oder so. Weil wir auch Beweise gegen sie haben. Hallo, Kutzentilda. Aber vielleicht speicherst du ihn nochmal, bevor wir das starten, nicht, dass jetzt gleich ein Kampf losgeht. Und wir den dann verlieren und wieder alle von vorne anfangen müssen. Ist etwa schon Zeit fürs Abendessen? Ich hatte ja auf etwas mit bedeutend weniger Knorpeln gehofft, aber man kann ja nicht alles haben. Die ist ein bisschen unsympathisch. Was kann ich hier alles mit dir machen? Ich suche das gerade, aber ich finde nichts, ne? Dann können wir es vielleicht noch den Typen essen. Hm? Den Herrn von den Menschen da. Weil der wird sich ja sicherlich für den Mord interessieren. Der war hier gegenüber in dem Haus, ne? Ja. Der Jarl. Jawohl. Jarli. Hallo Jarli. Ja, ich hab's. Ja, da hab ich das. Möge euer Schwert niemals stumpf werden und euer Schild niemals brechen. Ich habe Beweise dafür, dass die Orks Garrick getötet haben. Ich wusste es. Ich habe es in meinem Herzen gespürt, dass Garrick tot ist. Aber wir werden sein Andenken mit Blut ehren. Bei Hario Koboldschleuderer. Das werden wir. Das Horn, das ihr gefunden habt, beweist, dass der Dieb und Mörder ein Ork ist. Ich brauche keinen weiteren Gründe. Die Wölfe heulen und die Bären brüllen. Gutilda, eure letzte Stunde hat geschlagen. Und ihr habt gezeigt, dass ihr ein Freund der Berge seid. Schließt euch mir an, zusammen werden wir jeden einzelnen Ork in Jägerschneide erledigen. Die Schlacht hat begonnen. Irgendwas Neues? Nö, ne? Ja, wenn du beendest, wird es wahrscheinlich das gehen, ne? Bin da mal weg. Oh, er speichert sogar schon direkt. Okay, wo rennt er hin? Brothers of Tanneroth! Blood Brothers of Jarl! The Orks have betrayed our alliance! And so we show them the meaning of the mountain's might!
Grotelda, come out here, you beast, and face me! By the mates of Barhand Skullgrinder, you'll heed my call! Grotelda! Zieh die Waffen! Grotelda, face me! You she-devil! I know you stole our bloodstones. I know one of your dogs spilled a proud mountain son's blood. And I have the proof to back it up. I, Jarl, chief of the snow-clad peaks and conqueror of worlds, hereby sentence you to death. My blood brother's demise will not go unavenged. Oh, Jarl, do calm yourself. You're positively hysterical. Now, we both know this moment was meant to come. You didn't think I, an all-mother, would bow to some witch calling herself the conduit to the goddess. Did you? Gullible little ape, aren't you? The so-called conduit was only as useful as her little tricks with bloodstone and tenebrium. After that, it only made sense to gather the stuff alongside rather than against her immaculates. But now, all that is over. Would you like to see what's become of your precious bloodstones, Jarl? Have a look. What? Not even the Allmother. What? Alter Schwede, hier geht's aber jetzt mal voll der Mega. Au. Das war knapp. Ja. Gibt's noch? Warum greift ihr eigentlich hier mit den Leuten im Bund sind. Naja, aber die können ja erstmal ja, die anderen angreifen. Wir hatten Startposition. Irgendeiner von uns hat kein Zeug mehr. Ach, Wolle hat nichts mehr an. Wegen Gewandtheit minus 3, der kann seine Sachen nicht mehr tragen. War ja klar. Na, halt dran geht nicht mehr. Gut. Okay. Weißt du, wo wir sind? Es regnet doch sowieso schon. Jayan ist auch schon fast. Ja, aber Jayan brennt. Kalle, nass. Wir hatten eine sehr schlechte Startposition. Ja. Wir wollten ja in der ersten Reihe stehen. Natürlich, das will man doch nicht verpassen. Mal einfach versuchen. Der hält ein Grotilla aus. Was? 3400. Gut, aber wenn die anderen erstmal weg sind, dann prügeln sehr viele auf sie ein, dann tut was gehen. Ich bin begeistert. Ja, und jeder von das denen... 150, 200 Schaden noch. Wo ist denn der Jarl überhaupt? Der haut gerade so kräftig daneben. Das war Lemmy. Das war Lemmy. Der Jarl ist gar nicht dabei. Hä? Gut. Ich glaube, der ist schon tot. Liegt da tot auf dem Boden, ja. Ach, noch ein schlechter Start. Der stirbt aber immer. Ja. Ah. Aua. Einer zu gebrauchen. Ja, der kann man. Der hat auf mich geschossen. Wahrscheinlich hat er, wollte er ihn an. Hä? Der schießt auch auf mich. Hä, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Weil der Jarl kaputt ist oder so? Sind nur neutral zueinander wahrscheinlich. Ja, das ist doch komisch, was hab ich denn? Oh, die prügeln sich überall im Dorf. Ist richtig so.
Wir hätten uns also raushalten sollen, ja? Ist das ein langer Kampf. So, ich würde sagen, wir machen aber erstmal die Folge zu Ende. Ja, würde ich auch sagen. Dass ich noch rausgehe beim nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.